Willkommen zurück in unserem bescheidenen Dörfchen in Dawn of Man. Oh, da wurde gerade hier eine Ziege zum Schlachten freigegeben. Wir haben mittlerweile schon unseren Limitbestand erreicht. Wir werfen hier aktuell gerade einen Blick auf die wunderschöne Käserei. Das sieht echt schon sehr lecker aus. Und ja, jetzt wird hier diese Ziege anscheinend dann mitgenommen. Wir können ja mal gucken, ob wir das vielleicht uns anschauen können. Brot ist leider verfallen. Das ist natürlich der Nachteil jetzt von dem erhöhten Brotlimit. Wir müssen mal gucken. Wir brauchen auf alle Fälle nochmal einen Getreidespeicher. So viel ist schon mal sicher. Ich würde nur ganz kurz mal abwarten, ob wir hier noch der Ziege beim Ableben zugucken können. Ob sich hier jemand darum kümmert, um die Ziege. Oh, da flüchtet die Ziege. Sie versucht noch zu fliehen. Wie alt ist die jetzt? Die ist wahrscheinlich schon älter, ne? Deswegen wird sie ja auch geschlachtet. Oh, Wolfangriff. Hier drüben. Ja, kann sich da mal jemand... Ist hier jemand, der sich um den Wolf kümmern kann? Leute, unser kleines Mädchen wird hier angegriffen. Die wird das wahrscheinlich nicht überleben. Oh, sie hat es überlebt, weil der Hund... Das alte Männchen hier kam zu Hilfe. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich natürlich meine Ziege verloren. Ist das die hier oben? Vor Schreck ist die gleich in die Hügel geflüchtet. So, was ist jetzt los? Kümmert sich jemand um diese Ziege jetzt? Ah, guck, da kommt jemand. Na gut, so sieht's aus, wenn eine Ziege hier erlegt wird und gleich fachmännisch zerlegt wird. So ist es halt mal. Der Lauf des Lebens... Wenigstens des Lebens unserer Tiere hier, unserer Nutztiere. Was wollte ich denn eigentlich jetzt hier nachschauen? Wir müssen noch ein bisschen Technologie investieren, aber ich wollte eigentlich vorher noch irgendwas anderes angucken. Ach so, ja stimmt. Wir brauchen noch einen Getreidespeicher. Der ist ganz wichtig. Der Getreidespeicher. Die Frage ist, hier vorne oder woanders? Sieht wieder sehr einförmig dann aus. Ich glaube, wir packen den einfach mal hier vorne so hier rein. Da passt auch ganz gut her. Das hier ist ja eine Lagerhütte, eine ganz normale. Und der Getreidespeicher hier, der passt dann hier zu der Käserei. Und dann ist das schon ganz okay. Das ist schon okay. So, hier vorne ist da jetzt noch was drin. Da ist auch noch Getreide da, sehr schön. Und dann schauen wir mal, wann hier angepflanzt wird. Flachs wird angepflanzt im Frühling. Nächsten Frühling. Dieses Jahr wird es nichts mehr mit Flachs. Aber dann wird jetzt wahrscheinlich... macht es Sinn, also den Weber jetzt freizuschalten, macht noch keinen Sinn, weil noch kein Flachs da ist. Das heißt, wir gehen jetzt entweder in die Schafsdomestizierung. Oder in den Palisadenwall. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in den Palisadenwall, Leute. Damit wir auch ein bisschen was zu arbeiten haben. Wir haben Befestigungen freigeschaltet. So, einige Befestigungen sind schon möglich. Die Palisade, ein einfaches Holztor, um den Zugang zu deiner Siedlung zu kontrollieren. Da kommt mal ein Höhlenlöwenangriff. Mal kurze Pause. Wenn wir mal ganz kurz schauen hier vielleicht. Noch ein paar Leute sich mal kurz um die Höhlenlöwen kümmern. Ja, wobei, die machen gar nichts. Ja, komm, da könnt ihr wieder eurer normalen Arbeit hier. Ah, jetzt greift hier doch der Hund an, Mensch. Oh, das war eine schlechte Idee, lieber Hund. Na komm, wir kümmern uns mal kurz um die Höhlenlöwen hier. Ui, das war eine schlechte Idee. Das sind keine Jäger. Das sind hier keine Jäger, Leute. Eieiei. Das war eine ganz schlechte Idee hier. Na gut, ein Hund. Gestorben und Arek ist auch gestorben. Na gut. Wie sieht's aus mit dem Platz hier vorne? Nee, alles gut. Die Leute machen hier in den Gräbern auch wieder sehr schnell Platz. Passt. So, wir wollten uns eigentlich die Palisaden angucken. Also wir haben hier ein einfaches Holztor.
Wir haben eine hölzerne Plattform, ein Bauwerk für deine Einwohner, um aus dem Inneren der Mauern der Siedlung heraus auf Feinde zu schießen. Und wir haben einen Aussichtsturm, ein einfacher Turm, von dem man auf Gegner schießen kann. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Toren als erstes. Bei den Toren, da bin ich immer unschlüssig, wie man die bauen soll. Also ob quasi die geöffneten Flügel nach außen kommen oder nach innen. Besser geschützt werden sie natürlich, wenn man die Tür nach innen aufmacht. Das Problem dabei ist aber, dass man natürlich mit dem Rambock, das ist jetzt im Spiel nicht simuliert, aber dass man mit dem Rambock dann natürlich die Türen viel besser aufdrücken kann, wenn die nach innen sich öffnen. Und wenn die nach außen aufgehen, dann sind sie gut gegen den Rambock geschützt, aber sind natürlich verwundbar, wenn sie offen sind. Also ich hätte aber trotzdem gesagt, dass wir sie so platzieren, also quasi so nach außen, damit das hier, ja, damit wir hier quasi auf der sicheren Seite sind und entsprechend die Türen hier im Falle eines Angriffes nicht eingedrückt werden können. Das heißt, wir platzieren mal hier ein Türchen. Die Frage ist halt, ob wir jetzt hier auch noch eins machen. Das Problem ist, dass ich hier sowieso gar nichts platzieren kann, wenn man das hier sich mal anschaut. Einzige Möglichkeit wäre hier vorne noch. Aber die sollen hier vorne rausgehen dann. Dann hier oben raus Richtung Friedhof, hätte ich schon gesagt. Machen wir hier noch eins. Da hätte ich aber fast gesagt, dass wir dieses Monument hier nochmal wegnehmen, damit der Weg hier frei bleibt. Kann ich das nochmal abreißen? Konstruktion abbrechen. Und wir machen jetzt hier... Das ist schon wieder ein Höhlenlöwenangriff. Was soll ich denn machen jetzt? Ich kann euch doch nicht ständig helfen. Da müsst ihr euch jetzt schon selbst... alte Frau. Ah ja, da kann ich dir nicht helfen. So weit ab vom Dorf ist natürlich die Gefahr groß, gefressen zu werden. Dann machen wir hier... Diese Begräbnisstätte, diese Dolmen, die machen wir lieber irgendwo hier an die Seite. Vielleicht hier oben oder so. Ah, es ist sehr, sehr wenig Platz. Hier vorne war halt der einzige Platz. Hier vorne war halt ein bisschen der einzige Platz. Oder wir platzieren das einfach mal hier draußen. Quasi an der Seite. So. Und heißt das ein schöner Platz hier? Mensch. Ist das ein schöner Platz? Lass mich nochmal probieren. Das ist jetzt wichtig. Die Dolme muss richtig platziert werden hier. Oder wir gucken mal, wenn wir hier oben einfach die Bäume abreißen. Zumindest hier vielleicht. Dass wir die einfach mal fällen, diese Bäume. Wir brauchen ja sowieso viel Holz. Sodass wir hier dann hoffentlich genügend Platz haben, um die zu platzieren. Dann warten wir noch ein bisschen. Wir werden das im Hinterkopf behalten. So, dann... Hund und Aya wurden umgebracht. Ja, leider. Dann ein weiteres Tor. Hätte ich gesagt, muss natürlich hier raus gehen. Und da ist jetzt die Frage, ob man das Tor dann irgendwo hier vorne macht oder hier. Dadurch, dass wir ja hier dieses komische Monument noch bauen wollen, wäre es natürlich gut, wenn wir irgendwie so das Tor machen könnten. Das Problem wird sein, dass ich dann hier wahrscheinlich die Palisade nicht richtig bauen kann. Das müssen wir dann mal ausprobieren, wo man die am besten bauen kann. Oder wir machen das Tor hier vorne. So, und setzen das quasi hier so dazwischen. Finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Ist halt ein bisschen ein Nachteil, die Leute müssen dann immer so außen rumlaufen, hier runter, wenn sie dann irgendwie zum Fischen oder zum Lehm holen gehen. Aber so ist es halt mal, ne? Dafür sind sie aber schön geschützt. So, dann fangen wir mal an mit der Palisade. Und schauen mal, wie wir jetzt die am besten platzieren. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, glaube ich. Man kann hier ein bisschen so schräg bauen, seht ihr das? Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das gut aussieht. Aber wir planen das mal so ein. So, wir gehen mal ein bisschen so hier rüber. Kann ich den dann hier weitermachen noch, oder? Muss das wahrscheinlich jetzt hier irgendwie so bestätigen. Und dann von hier quasi weitermachen. Ah, okay, das ist noch nicht so... So richtig doll ist das noch nicht. Vor allem, ich sehe halt auch nichts.
Ich sehe halt nichts. Da ist jetzt dieser Baum im Weg, was ein bisschen doof ist. Das heißt, die müssten dann, also der ist ja sowieso jetzt weg, aber die hier müssten auch alle weg, die Bäume. Bevor wir dann hier die Palisade durchziehen können. Aber da wir sowieso noch nicht so viel an Holz haben, können wir die, denke ich mal, eh nicht auf einmal bauen. So, also dann gehen wir hier rüber. Quasi schön hier durch. Dann hier quer vielleicht durch. Ich kann halt nicht mehrfach bauen, wenn ich das richtig sehe. Ich kann immer nur eine Strecke bauen. Was ein bisschen schade ist. Was ein bisschen doof ist. So, ich würde gerne hier so hochgehen. Vielleicht sogar hochgehen bis hierher, so. Ah, zu weit. Ja, Belastung ist zu hoch immer. Da, alles gut. So, und dann hier quasi ran. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Das Problem ist ein bisschen, es kann sein, dass es nicht gut aussieht, wenn man schief baut. Das kann gut und gerne schon sein. So, Getreidespeicher ist gebaut. Super. Das heißt, wir gehen mit dir nochmal ein bisschen weiter raus und dann hier rüber. Und du musst halt immer wieder neu die Palisade auswählen, was auch ein bisschen doof ist. So, und dann gehen wir hier rüber. Bis hierher. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann hier rein. Und anschauen tun wir uns das dann später, ob es gut aussieht oder nicht. So, hier oben. Wir versuchen mal hier irgendwie so zuzumachen. Also ich kann nicht weiter rüber bauen. Keine Ahnung, ob hier Leute jetzt durchlaufen können, aber für mich sieht das so aus, als könnte man hier durchlaufen. Also ich würde das eher dann so machen. Und das gleiche dann natürlich hier vorne. So. Ja, die Belastung ist wahrscheinlich jetzt so hoch, weil die Leute jetzt alle die Palisaden bauen wollen. Was ja Quatsch ist. So, mal gucken, wie das aussieht hier. Ich glaube, wir machen das dann nochmal ein bisschen anders. Aber das schauen wir uns dann an. So, die ganzen Bäume müssen weg. Der Birnbaum bleibt. Wir haben unseren dritten Getreidespeicher gebaut. Da soll auch alles eingelagert werden. Das ist schon okay so. Und dann gucken wir mal. So, hier ist das Tor. Es gibt hier bei diesem Tor die Möglichkeit, ein Alarmsammelgebiet zu platzieren. Das ist das Gelbe hier. Das kann man auch hier irgendwo platzieren oder hier drin irgendwo, ein bisschen weiter weg. Aber dass sich die Truppen quasi vor der Tür sammeln. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie das dann funktioniert bei mehreren Türen. Ich glaube, da teilen sich dann die Dorfbewohner entsprechend auf. Da gucken wir mal. Na gut, wir können jetzt quasi automatisch die Türen schließen und wieder öffnen lassen. So. Also wenn Feinde kommen, dann erstmal die Türen schließen. Dann sammeln vielleicht. Wobei wir immer ein bisschen warten müssen, bis natürlich alle hier drin sind. Damit wir nicht die Leute aussperren. Und dann wäre aber zum Beispiel hier ein schöner Platz. Das machen wir jetzt erstmal testweise. Zum Beispiel, um eine hölzerne Plattform zu platzieren hier vorne. Einmal hier und vielleicht noch, na, hier vorne geht es wahrscheinlich, ja doch, da wird es sogar gehen. Und hier noch. Und dann schauen wir uns das mal an. Und dann wäre halt noch die Möglichkeit, so einen Aussichtsturm zu machen. Ja, ob wir den brauchen, sei mal dahingestellt, weiß ich jetzt noch nicht. Ist egal, wie da die Leiter ist hier. Das ist anscheinend vollkommen egal. Aber nur damit ihr das auch mal gesehen habt, ob wir die jetzt großartig nutzen oder nicht, weiß ich noch nicht. Da schauen wir mal an, wie sich das im Kampf bewährt. Momentan, der erste Räuberangriff kam ja von hier. Das wird aber nicht immer so sein. Bin nur gespannt, also übers Meer, weil über den See können sie nicht. Sie könnten theoretisch hier drüber laufen. Würde hier so ein begehbarer Seeweg sein. Wie zum Beispiel hier, hier sieht man es ja auch, ne? Aber ich glaube, die schwimmen jetzt nicht rüber. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre richtig doof,
Wenn das der Fall wäre, wenn die jetzt quasi von hier drüben kommen würden und dann hier reinschwimmen würden und unsere komplette Palisade umgehen würden. Das wäre ein bisschen doof, aber wir gucken mal. So, die Türen stehen. Ach, das geht ja doch erstaunlich schnell hier. Die Bäume sind weg, dann können wir die Bäume auch gleich mal. Ja, wisst ihr, was wir machen? Dann bauen wir doch einfach nur... Heieiei. Dann bauen wir doch einfach nur bis zu diesem Stein hier. Dann sparen wir uns gleich nochmal. Dann nutzen wir quasi die natürlichen Gegebenheiten. Und bauen quasi bis hierher. So. Und vielleicht kann man dann hier oben auch noch irgendwie so zubauen. Und dann passt das. Hölzerne Plattform wurde gebaut. So sieht das aus, ne? Können sich dann Leute draufstellen und drüber schießen. Hätte ich vielleicht ehrlicherweise ein bisschen mehr nach links verschoben, aber das können wir immer noch machen. China ist an Altersschwäche gestorben. Dafür wurde ein neuer Mensch geboren. Belastung ist immer noch ganz hoch, aber okay. Und ein Händler ist gekommen. Wir haben aktuell 3 Punkte. Der Händler würde uns die Pfahlherstellung anbieten. Brauchen wir nicht. Ziegen brauchen wir nicht. Was wir bräuchten, wären dann Schafe. Aber ich glaube, die Schafe kommen wirklich erst, wenn du das dann auch freigeschaltet hast. Bogen. Stroh. Ja, Stroh ist auch so viel da. Also was wir machen könnten, wäre natürlich, wir könnten jetzt doch in die Vollen gehen und könnten uns zumindest diese Pfahlherstellung holen. Oh, 260. Es ist eine niedrige Kommission. Wir werden ein bisschen Fleisch investieren. Mal gucken, ob wir es einigermaßen günstig hinbekommen. Mit Sachen, die wir hier so herumliegen haben. Das Brot zum Beispiel, damit uns das nicht schlecht wird. Wir könnten ein bisschen getrocknete Haut noch abgeben. Also das geht schon. Wir kommen hier schon auf 100 jetzt. Wenn wir jetzt noch ein paar Werkzeuge abgeben. Das geht schon. Bögen. Feuerstein, Sichel. Das muss halt alles wieder nachproduziert werden. Ah, das ist okay. Tiere haben einen Wert von 20. Die... Was ist das denn für ein Symbol hier? Was ist denn das für ein Männlichkeitssymbol? Das ist doch falsch. Wir haben nur ein Männchen, aber wir könnten zum Beispiel ein Weibchen noch verkaufen. Machen wir auch mal ein bisschen Lederoutfit noch verkaufen. Das ist ja auch noch überschüssig. Und dann sind wir hier schon durch. Und dann holen wir uns eine Pfahlherstellung. Weil die Pfahlherstellung ja etwas ist, das wir nicht wirklich brauchen. So, wir gucken mal, ob wir so einen Steg platzieren könnten. Wenn wir den wollten. Und wo finden wir das jetzt? Wahrscheinlich unter Defensiv, nee. Transport. Hier ist die Brücke. Ein Bauwerk, das eine saubere Überquerung von Flüssen erlaubt. So, das heißt, da fangst du quasi hier so an. Und ich weiß gar nicht, ob das hier so auch gehen würde. Das ist ein bisschen tricky. Da musste ich im letzten Testdurchgang von mir, musste ich im YouTube, auf einem YouTube-Video nachgucken, wie das dann funktioniert, weil das ist ein bisschen tricky, wie man diese Brücken dann letztendlich baufähig macht. Aber sowas könnte man machen. Also es geht aber offenbar nicht, dass man hier eine Brücke oder einen Steg hier reinmacht, was ein bisschen schade ist. Deswegen ist es für uns, würde ich erstmal sagen, nicht notwendig, diese Brücke zu nutzen. Das Einzige ist, man könnte hier vielleicht einen Weg abkürzen, irgendwie hier so drüber. Oder vielleicht von hier dann hier rüber. Könnte man machen, dann kann man den Weg hier abkürzen bis hier rein. Ah, das ist eigentlich nur Verschwendung dann. Wir brauchen auf alle Fälle nochmal ein paar weitere Stützen. Die sind immer noch am Bau. Es fehlt an, was habt ihr denn? Es fehlt an Leder. Rohe Haut wäre da. Vielleicht sollten wir doch nochmal einen weiteren Gerber hier ansetzen. Aber momentan ist wahrscheinlich keiner, fühlt sich keiner zuständig dafür. Das Ganze, die ganzen Häute werden aktuell für die getrocknete Haut verwendet. Ich glaube, dass wir einen Häutetrockner dann
mal deaktivieren. Ich glaube, dass zwei reichen würden. Wir warten mal ab, bis das hier fertig getrocknet ist. Und dann werden wir dann einen Heutetrockner rausnehmen. Vielleicht bleibt dann mehr übrig für Leder. So, 93%, 96%. So, fertig. Dann wiederverwerten. Und dann gucken wir mal. Ah, schön. Guck, da wächst die Wand. Es ist ein Traum, möchte ich mal sagen. Ein Traum. So, 13 Platz. Sehr schön. Hier vorne wird auch schon gebaut. Ein bisschen seltsam dieses Prinzip. Oh, vier Leute sind wieder beigetreten. Ein bisschen seltsam dieses Prinzip des Baus. Da wird an allen Ecken irgendwie so ganz planlos gebaut, anstatt dass man irgendwo anfängt und dann durchbaut. Oh, passend dazu ein Räuberangriff. Sehr schön. Wir gucken mal kurz. Die kommen jetzt von hier oben. Ah, jetzt sind sie schon zu dritt. Seht ihr das? 1, 2, 3. Alarm, Alarm. Ich mag dieses Geräusch. Ist so toll. So. Türen schließen macht natürlich jetzt wenig Sinn. Aber, oh, guck mal, wie sich die Leute hier oben schon platzieren. Jetzt ist die Frage, die kommen jetzt von hier vorne, ne? Laufen die uns jetzt hier direkt in die Hände? Ja, sieht so aus, ne? Guckt euch das an. Der nimmt auch hoffentlich schön Schaden. Da ist er schon tot. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Ja. Erfolgreich abgewehrt. Die Leute freuen sich. Und können wieder ihrer Arbeit nachgehen. Ach, das war ja richtig. Das war eine richtig schöne Demonstration hier. Und die Leichen werden gleich mal schön unseren Flachs hier vorne düngen. Wunderbar. Die werden die jetzt aber nicht bei uns begraben, oder? Die werden aber jetzt hier nicht im Hügelgrab hinterlegt. Das wäre, also das verbitte ich mir. Ich denke mal, die bleiben jetzt einfach so lange liegen, bis sie irgendwann verschwinden. Sie werden noch begutachtet von den Kindern. Natürlich. Okay. So, hier vorne sind die Bäume weg. Das heißt, wir können noch mal probieren, ob wir nicht doch hier noch dieses Dolmen hier platzieren können. Super. Okay, wir packen das mal hierher. Wunderbar. Ja, auch wenn es jetzt noch nicht komplett fertig gebaut wurde. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Idee gewesen, dass wir hier diese Tür platziert haben. Hier vorne sieht man auch noch schön die Leiche. Ich mache mal kurz einen Screenshot, weil das ist sehr makaber. Und daran will ich euch im Thumbnail natürlich auch teilhaben lassen. So, wir werden mal noch einen Blick zum Ende der Folge. Ach, es ist so laut. Einen Blick noch hier reinwerfen. Wir haben jetzt hier, unser nächster Meilenstein bei der Bevölkerung ist 50. Wir brauchen noch einmal einen Räuber. Wir brauchen noch vier domestizierte Tiere, auch sehr gut. Ansonsten natürlich die ganzen anderen. Wir haben immer noch keinen einzigen Bär entdeckt, offenbar. Wir brauchen noch drei weitere Brunnen. Eine Lagerhütte. Stelle einen vierten Stall noch. Echt jetzt? Ja, dann bauen wir halt noch einen vierten Stall. Ich glaube, den reiße ich aber dann erst mal wieder ab. Zwei Tore noch. Schlitten und Rollen der Megalithen noch. Hinkelsteine brauche ich mir auch noch ein paar. Also sehr viel zu tun. Ich glaube, wir kümmern uns in der nächsten Folge mal, weil wir aktuell ja noch auf Punkte warten. Ich glaube, wir kümmern uns in der nächsten Folge mal um die weiteren Ausbautätigkeiten. Ich glaube, so Lagerhütte, ja, wobei Lagerhütte ist noch ganz okay eigentlich. Aber die Leute sind momentan eher jetzt am Palisaden bauen. Und alle anderen Aufgaben werden auch noch etwas ignoriert. Es ist sehr laut. Es tut mir sehr leid. Und es fehlt immer noch an Leder. Ich habe auch niemanden gesehen, der jetzt noch irgendwie Leder macht, ne? Habe ich kein Tannin? Ich habe auch noch dieses Tannin. Das ist auch noch da. Es fehlt an Rohem.
An roher Haut quasi. Na gut. Das heißt, vielleicht sollten wir wieder auf Jagd gehen. Vor allem, weil jetzt nicht mehr so viel Essen da ist. Könnte man mal gucken. Hier vorne sind nochmal Tiere, die wir freigeben können. Frühling. Hier oben, was ist das hier? Auerochse? Na gut, also. Ich sehe schon. Ich wollte eigentlich schon aufhören. Also, wir kommen bald zum Schluss dieser Folge. Es gibt immer noch viel zu tun. Es gibt viel zu entdecken noch, wenn die Palisade mal durch ist. Wir müssen auf alle Fälle noch schön Holz schlagen. Wenn die Palisade durch ist, dann ist schon ein großer Schritt getan. Ich tue mich immer nur sehr schwer, dann Palisaden wieder zu erweitern. Aber notgedrungen wird das über kurz oder lang so sein, dass man vielleicht hier rüber wächst und nochmal einen zweiten Ring macht. Oder vielleicht sogar hier wieder komplett abreißt und dann versetzt. Wir werden es herausfinden, wenn es soweit ist. Ich entlasse euch einfach mal mit diesem wunderschönen Blick auf unseren See vor der Haustüre. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.